Emre, eingewechselt worden und den Sack zugemacht. Was meinst du? Ja, wir sind glücklich über den Sieg. Klar, bis in der 70. Minute 1-0 war halt knapp. Nach dem 2-0 waren wir, die Mannschaft, erleichtert. Ja, und somit haben wir die 3 Punkte genommen. Sind wir glücklich damit. Du hast das 2-0 geschossen. Wie hast du das gemacht? Ja, ich bin in den Strafraum reingelaufen und der Tobias Katz hat mich halt im Freiraum gesehen und somit hat er mich gut angespielt und ich konnte in leere Tor reinschießen. Könnte man sagen, dass du heute als Joker gezogen hast? Ja, ich habe auch in der zweiten Mannschaft schon gespielt. 4 Tore dort, 1 Tor hier. Also zufrieden kann ich sein. Was sagst du zum Spiel insgesamt? Ja, gutes Spiel. Unsere Mannschaft hat gute Pressing gemacht, stand hinten gut, sehr kompakt und somit sind wir ganz zufrieden. Für euch geht es jetzt weiter bei einem Auswärtsspiel gegen Neuhausen-Hamburg. Wie geht ihr in diese Aufgabe rein? Genauso wie heute, kompakt, Pressing, gute Zusammenarbeit, dann schaffen wir das auch. Euer Trainer hat ja schon das Ziel Relegationsplätze bzw. Meisterschaft vorgegeben. Was meinst du, wie ihr in den nächsten oder in den letzten Spieltagen, die jetzt noch kommen, dieses Ziel zu erreichen versuchen werdet und was ihr da zeigen werdet? Also wir müssen so wie heute weitermachen, Druck, und dann müssen wir alle 4 Spiele gewinnen und somit schaffen wir das auch. Bin ganz zuversichtlich. Emre, ich danke dir vielmals für das Interview. Danke auch.